Ich halte heute ein Video über Trends und Trendkanäle im Fach technisches Trading bei Herr Dopatka. So, dazu fange ich erstmal an mit dem Thema, was sind denn eigentlich Trends? Also wir haben hier verschiedene Arten von Trends. Und zwar ist ein Trend grundsätzlich ein Analyseverfahren aus der technischen Analyse, nicht aus der Fundamentalanalyse. Heißt im Endeffekt, uns stehen nur die Kurswerte von Aktien oder auch anderen Wertpapieren zur Verfügung und keine anderen Informationen. So, wie kann ich daraus jetzt Informationen für mich gewinnen und was für Informationen sind es hier in Bezug auf die Trends? Wie kann ich einen Trend erkennen? Es gibt, wie schon gesagt, drei verschiedene Arten von Trends. Die will ich hier einmal kurz grob aufgliedern. Und zwar die Aufwärtstrends. Wie sieht sowas aus? Relativ so, wie man sich das auch vorstellt. Im Endeffekt steigt der Kurs einer Aktie dauerhaft hier an. Dann gibt es noch die Abwärtstrends. Die funktionieren vom System her genau umgekehrt. Eine Aktie fällt dauerhaft. So, sieht dann ungefähr so aus, jetzt nur ganz grob gezeichnet. Und dann gibt es noch die Seitwärtstrends. So, und diese Seitwärtstrends verlaufen im Endeffekt immer in einem Intervall. Also immer von der Höhe her ist es relativ unverändert, aber es gibt halt, wie gesagt, einfach so ein Intervall hier, in dem, zwischen dem die verlaufen. Wie man hier jetzt auch schon sieht, sind diese Linien alle so ein bisschen nach Zickzackmuster. Das ist auch der Verlauf, den wirklich so ein realer Kurs hat. Also es ist nicht so eine gerade Linie, dass es einfach nur gerade nach oben geht, sondern es ist immer so ein Zickzack. Und das ist auch so eine gewisse Herausforderung an diesen Trends. Und auch an der Erkennung des Trends, weil es eben dieser Zickzack ist und weil dann nicht so ganz klar ist, wann fängt es an, wann endet es. Und genau das wollen wir uns hier nochmal ein bisschen genauer als danach anschauen. Besonders relevant ist die Trend, sind Trends und auch die Trendkanäle natürlich, weil man dadurch Informationen erhalten kann. Und zwar Informationen, wann man kaufen und verkaufen soll. Also wann soll ich eine Aktie kaufen, wann soll ich sie verkaufen? Das kann ich mir hieraus ableiten. Dafür geben Trends und Trendkanäle Informationen bzw. Signale. Und auch das wollen wir uns dann nochmal genauer anschauen. Deshalb machen wir jetzt aber erstmal weiter mit dem Aufwärtstrend. Wir haben jetzt hier eine Aktie, das ist die Amazon-Aktie von März bis Oktober ungefähr von 2018. Und diese Aktie, hier sehen wir schon, für den Laien ist relativ ersichtlich, dass hier ein Trend vorliegt. Allerdings wollen wir jetzt auch noch ein Verfahren im Endeffekt hier zeigen, wie ich denn feststellen kann, was ist ein Trend. Aber dazu müssen wir erstmal einen Trend definieren. Und zwar gibt es da eine Definition. Ein Trend liegt genau dann vor, wenn die nachfolgenden Hochpunkte in so einem Graphen höher liegen vom Wert her als die, die davor liegen. Und, was auch gelten muss, die Tiefpunkte, die folgenden Tiefpunkte müssen höher liegen als ihre Vorgänger. Dann liegt ein Trend vor. Und zusätzlich darüber hinaus gilt noch, dass auch das Handelsvolumen, also das Volumen der Aktien, also wie viele Aktien werden wirklich gehandelt, muss da auch zu passen. Heißt in dem Fall konkret, wenn ich einen Aufwärtstrend habe, muss auch das Aktienvolumen steigen. Das gehandelte Aktienvolumen muss dann auch steigen. Das ist sehr wichtig, das ist so eine wichtige Nebenbedingung. Wie können wir jetzt hier einen Trend einzeichnen bzw. erkennen? Dazu markieren wir uns erstmal alle Minima in diesem Graphen. Das ist hier zum Beispiel, das ist auch hier zum Beispiel, hier ist noch eins, da, 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 da und hier. Ich zeichne jetzt erstmal nur alle diese ein und dann noch alle Hochpunkte. Wir haben hier zum Beispiel einen Hochpunkt, hier einen Hochpunkt, hier. Das hier kann man als Hochpunkt sehen, das hier. So, das sind jetzt alle Hoch- und Tiefpunkte. Und hier können wir jetzt nämlich genau diese Definition einmal anwenden. Und zwar sehen wir, dass
Bei den Tiefpunkten immer der folgende Tiefpunkt ist größer als der Vorgänger. Hier zum Beispiel bei diesen zwei hier unten, dann steigt es hier weiter, hier steigt es dann wieder weiter und so weiter, steigt es die ganze Zeit bis hier schließlich ganz am Ende, dass der Tiefpunkt wieder tiefer ist als der vorherige und dadurch könnte ich jetzt sagen, okay, hier hat ein Trendbruch stattgefunden, heißt hier endet der Trend. Aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Aber hier kann man schon feststellen, hier liegt wohl ein Trend vor, aber jetzt müssen wir noch überprüfen, die Hochpunkte. Gilt es bei denen auch, dass immer die folgenden höher sind und das gilt hier, das sehe ich hier auch. Hier zum Beispiel ganz am Anfang, diese Hochpunkte werden immer größer. Bis schließlich hier oben der Punkt erreicht wird und hier der erste Hochpunkt wieder kleiner ist als der vorherige. So können wir jetzt grundsätzlich schon mal diese ganzen Trends hier, diesen Trend hier analysieren und feststellen, hier liegt auf jeden Fall ein Trend vor. Nur jetzt ist noch nicht so ganz klar, wo endet der, wo sollte ich vielleicht verkaufen und das ist genau das, was uns jetzt interessiert. Und da können wir jetzt zum Beispiel sehen, dass der hier oben, der Punkt, den wir schon angesprochen hatten, liegt jetzt, das Maximum liegt hier niedriger als das vorherige. Das könnte jetzt aber auch noch ein Ausreißer sein. Also so eine Zwischenkorrektur nennt sich das dann im Fachjargon. Das könnte jetzt auch hier so eine Zwischenkorrektur sein und diese Zwischenkorrektur kann jetzt für zwei Dinge stehen. Einmal für eine Gewinnmitnahme, das heißt, es würde kurz sinken, danach aber weiter steigen. Oder für einen Trendbruch, heißt, der Aktienkurs würde danach dauerhaft fallen. Und das genau ist hier passiert. Das sehen wir jetzt, wenn wir die nächsten Minima und Maxima anschauen. Hier sehen wir jetzt deutlich gefallen, das Minimum und auch das Maximum liegt dann wieder drunter. Und hier sehen wir jetzt, okay, der Trend scheint sich umzukehren. Hier scheint ein Trendbruch stattzufinden. Also sollte ich so schnell wie möglich hier aussteigen und meine Aktien verkaufen. Das erste Signal liegt dann hier drin vor, aber hier ist natürlich noch das Risiko, dass ich nicht weiß, ob ich hier wirklich aussteigen sollte, weil es könnte ja auch im Endeffekt nur eine Gewinnmitnahme sein. Deshalb ist hier mehr oder weniger die Empfehlung, dann abzuwarten, wie sich der Kurs weiterentwickelt, um dann das Signal zu verdeutlichen, um dann zu sehen, okay, es sinkt weiter, jetzt muss ich verkaufen. Wie lange man da abwartet, ist relativ offen noch, also es gibt keine feste Zeit. Und was man aber auch hinzufügen kann, also hinzuziehen kann, sind weitere Indikatoren für einen Trendabbruch. Da gibt es verschiedene andere Sachen noch, die kann man hinzufügen und darüber kriegt man dann noch mehr Informationen, ob dieser Trend weiter fortgesetzt wird. So, als nächstes, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, um vielleicht diese Signale besser zu deuten, gibt es die Trendkanäle. Ein Trendkanal besteht grundsätzlich aus einer oberen Trendlinie und einer unteren Trendlinie. Diese Trendlinien zeichnet man immer zwischen Extrempunkten hier ein. Und zwar die untere Trendlinie immer zwischen zwei Minima und die obere Trendlinie immer zwischen zwei Maxima. Dabei ist vollkommen irrelevant, ob ich jetzt zum Beispiel das Minimum hier nehme und das Minimum oder ob ich das Minimum hier unten nehme und das hier oben. Wichtig ist nur, dass ich dazwischen eine Linie ziehe und die dann auch weiter durchziehe. Wir machen das jetzt mal mit dem Minimum hier unten und mit dem hier ungefähr in der Mitte. Dazu nehme ich jetzt dieses Zeichentool und male hier mal eine Linie. Erstmal bis hier. Und jetzt, was ich als nächstes tue, ist diese Linie zu verlängern nach hinten hin. So, ich verlängere jetzt diese Linie bis hier hinten. Das ist jetzt meine untere Trendlinie. Das gleiche mache ich jetzt auch für die Hochpunkte hier. Ich nehme zum Beispiel diesen Punkt hier und male einen Trend bis zu diesem Punkt hier und ziehe das Ganze jetzt noch weiter. So, und dann habe ich meine obere Trendlinie. Und im Endeffekt, was ich jetzt schon sehe, ist, dass sich ein Kanal dazwischen gebildet hat. Das ist der sogenannte Trendkanal und hier zwischen bewegt sich der Aktienkurs im Großen und Ganzen. Diese Ausreißer, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Bedeutet jetzt schon mal, ich habe diesen Trendkanal definiert. So, jetzt gibt es diese beiden Ausreißer. Einmal den hier nach unten, an dieser rote Punkt und einmal den grünen hier nach oben.
Die haben jetzt, wie wir schon gesagt hatten, verschiedene Hintergründe. Das hier unten ist einer, der die untere Trendlinie unterstreitet. Heißt, ich könnte hier schon ein Signal sehen, dass im Endeffekt der Trend gebrochen wurde und dann sich umkehrt. Könnte aber, wie gesagt, auch eine Gewinnmitnahme sein. Und hier oben, da könnte man jetzt denken, okay, das ist ja was Gutes, wenn es noch höher steigt als der Trendkanal. Das ist aber nicht unbedingt der Fall, weil das eher dafür spricht, dass im Endeffekt dieser Kurs durch zu viele Anleger in die Höhe getrieben wurde. Heißt, zu viele Anleger haben Aktien gekauft, dadurch ist der Preis gestiegen und der Preis ist überbewertet. Heißt, hier sollte man nicht unbedingt zusätzlich kaufen. Das muss man hier auf jeden Fall beachten. Dann, warum ist denn jetzt dieser Trendkanal überhaupt parallel? Das könnte man sich jetzt fragen. Oder warum soll der parallel sein? Ist auch so eine gute Frage. Und zwar ist die Absicht wirklich, dass der Trendkanal parallel ist, weil es nur dann auch als richtiger Trendkanal gilt. Also, das ist relativ wichtig. Warum wird auch ziemlich schnell klar, wenn man das mal ändert. Und zwar machen wir jetzt mal die untere Trendlinie weg. Moment, genau. Und zeichnen sie neu. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal diesen Punkt und diesen Punkt, um da unsere Trendlinie drüber zu legen. Die zwei Tiefpunkte. So, zeichnen wir hier das und werden hier mal diese Gerade verlängern. So. Jetzt fällt schon auf, dass im Endeffekt diese beiden Geraden nicht mehr parallel zueinander sind, sondern dass die divergieren. Also die werden sich auf Dauer immer weiter voneinander entfernen. Worin resultiert dann das Ganze? Der Aktienkurs kann sich immer weiter dazwischen, in einem immer größeren Intervall dazwischen bewegen. Und wie wir hier schon sehen, das, was wir gerade eben als Signal noch empfunden haben, was vielleicht dafür deutet, dass hier ein Trendbruch stattfindet, das ist nicht mehr hier drin als Signal, sondern das ist ein Tiefpunkt, der hier ganz normal passieren könnte. Bedeutet in dem Fall, ich würde zum Beispiel solche Signale gar nicht mitbekommen, wenn dieser Trendkanal nicht parallel wäre. Dementsprechend ist es essentiell, dass die immer parallel zueinander sind, die obere und die untere Trendlinie. Das ist sehr wichtig. Im Extremfall, wenn ich zum Beispiel diesen Punkt mit dem hier verbinden würde, würden noch viel, viel mehr Minima hier mit reinfallen. Und ich würde viel zu spät im Endeffekt merken, dass der Trend schon gebrochen ist und dann würde ich sehr, sehr viel Geld in dem Fall vermutlich verlieren. Deshalb, auf jeden Fall möchten wir unseren Trendkanal wieder so haben, wie wir ihn gerade eben zum Beispiel eingezeichnet haben, dass er parallel ist. Deshalb zeichne ich ihn auch gleich wieder als parallel ein. So, jetzt ist er wieder parallel und jetzt passt das wieder mit unserer Definition. Jetzt möchte ich nochmal auf so ein paar Fallen eingehen, die es hier gibt, also die man hier haben kann. Und zwar ist das die Bärenfalle und die Bullenfalle. So, dazu ist erstmal dieses Grundkonzept wichtig, dass es Bären und Bullen sozusagen an der Börse gibt. Das ist so eine gewisse Herangehensweise. Und die Bärenfalle im Endeffekt ist jetzt so das Thema, wenn jetzt ein Minimum die untere Trendlinie durchbricht, also wie zum Beispiel in dem Fall hier oben, dann würde, wenn man nach diesem Bär im Endeffekt, wenn man nach dieser Philosophie handeln würde, würde man dann hier auf fallende Kurse setzen, weil man denkt, dass der Trend gebrochen ist und dass als nächstes die Kurse fallen. Das ist hier auch der Fall tatsächlich. In dem Fall würde das ziemlich gut funktionieren. Aber wenn ich hier jetzt auf fallende Kurse treffe und das nur im Endeffekt so eine Zwischenkorrektur war und eine Gewinnmitnahme dann darauf folgt und der Kurs dadurch dann komplett weiter steigt hier ins deutlich höher noch, würde ich damit auch sehr viel Geld verlieren. Deshalb ist diese Bärenfalle auf jeden Fall hier sehr gefährlich. Und hier oben, das nennt man dann eine Bullenfalle. Bedeutet, es gibt einen Ausreißer nach oben, der auch nur kurzfristig stattfindet. Und dieser Ausreißer hier oben, der sorgt dann dafür, dass der Bulle im Endeffekt, also jemand, der nach diesem Prinzip handelt, hier noch deutlich mehr Geld investieren würde oder auch Hebelzertifikate kaufen würde. Dann irgendwie Long-Hebelzertifikate.
Und dadurch würde dann im Endeffekt der Anleger hier in dem Fall sehr viel Geld verlieren, weil er gedacht hat, es steigt jetzt noch deutlich höher und deutlich exponentieller, aber stattdessen fällt es danach ab. Das heißt, diese beiden Ausreißer sind sehr gefährlich zu betrachten und da kommt wieder das zum Tragen, was wir vorhin schon gesagt hatten, dass man einen längeren Zeitraum beachten soll und auch andere Trendindikatoren noch mit einbeziehen muss, um dass sowas nicht passiert. So, dadurch haben wir jetzt schon mal grob die Trends und die Trendkanäle abgearbeitet in Bezug auf den Aufwärtstrend und wie man denn sowas einzeichnet und wie sowas aussieht. Jetzt geht es noch weiter. Wir haben auch noch Abwärtstrends. Hier habe ich mal auch an Abwärtstrends mitgebracht und zwar von Bayer von Juni 2017 bis September 2019. Das ist die Zeit, in der der Glyphosat-Skandal stattgefunden hat und das hat dafür gesorgt, dass diese Aktie deutlich gesunken ist vom Wert her, um etwa die Hälfte. Und da sehen wir jetzt auch einen Trend. Den wollen wir jetzt mal einzeichnen. Wir fangen wieder an mit den Tiefpunkten. Wir haben dann hier unseren ersten Tiefpunkt, hier einen weiteren, dann einen weiteren, hier einen weiteren, hier, hier, hier. Jetzt zeichnen wir mal die Hochpunkte ein, hier oben. Hier haben wir noch einen Hochpunkt. Hier haben wir noch einen Hochpunkt. Hier an sich auch, hier. Hier, hier. Man könnte jetzt hier auch noch ein paar mehr einzeichnen. Wir könnten hier zum Beispiel noch einen einzeichnen, aber die lassen wir jetzt der Einfachheit halber mal weg. Also hier machen wir noch einen hin, hier noch einen und dann machen wir noch einen Tiefpunkt dazwischen. Aber der liegt schon deutlich höher als im Endeffekt das hier. So, wenn wir jetzt wieder die Trendkanäle einzeichnen, dann muss hier jetzt gelten, dass jeder Hochpunkt im Endeffekt, jeder folgende Hochpunkt dann niedriger ist als der vorherige. Und das sehen wir, gilt hier auch grundsätzlich. Und es muss gelten, dass jeder folgende Tiefpunkt niedriger ist als der vorherige. Das geht jetzt mit dem hier nicht. Deshalb können wir den hier eigentlich auch grundsätzlich nicht so ganz als Tiefpunkt betrachten, weil das im Endeffekt ja nicht groß eine größere Änderung hier ist. Deshalb machen wir den zur Einfachheit halber, machen wir den mal lieber weg. Es wäre in dem Fall wahrscheinlich eher ein Ausreißer. Und wenn wir jetzt hier wieder einen Trendkanal durchlegen, zum Beispiel mit unterer Trendlinie dieser hier, mit diesem Punkt und diesem Punkt, dann würde das Ganze, Moment, ungefähr so aussehen. Das ist dann die untere Trendlinie. Und jetzt machen wir hier oben auch noch eine Trendlinie hin, die obere Trendlinie. Und zwar durch diese beiden Punkte. Moment, die passe ich nochmal kurz an. Ah, wobei, ich glaube, die beiden Punkte würden sogar besser passen. So würde es besser passen. So wäre es auf jeden Fall parallel. Genau, so hätte ich jetzt einen Trendkanal, wo die Trendlinien parallel zueinander sind, was natürlich sehr wichtig ist, und würde hier auch schon einige Ausreißer sehen. Hier zum Beispiel, hier reißt es nach oben aus. Hier könnte man jetzt als denken, dass das Ganze wieder steigt. Und das ist auch wieder in dem Fall eine klassische Bullenfalle. Hier ist die Gefahr groß, dass man hier wieder investiert und dann auf einmal das Ganze wieder abstürzt. Genau, hier unten ist auch nochmal eine kleinere Bullenfalle. Das kann man hier auf jeden Fall dann sehen, relativ gut. Und hier gibt es jetzt natürlich auch Produkte, mit denen man hier bei so einem Abwärtstrend auf jeden Fall handeln kann. Und das ist eigentlich, wenn man Short auf solche Kurse setzt. Dadurch kann ich auch hier natürlich einen Gewinn erzielen, weil ich hier auf die fallenden Kurse setze. Dementsprechend ist das hier die Herangehensweise für Abwärtstrends. Und als letztes habe ich dann nochmal einen Seitwärtstrend mitgebracht. Hier ist der Aktienkurs der Firma E.ON.
hier von August 2017 bis Dezember 2020. Und hier sieht man schön einen Seitwärtstrend. Man kann hier auch jetzt wieder, das machen wir auch, erstmal die Minima alle markieren. Danach die Maxima alle markieren. So, und dann können wir hier auch wieder Trendlinien einzeichnen. Wir nehmen jetzt für die obere Trendlinie, nehmen wir jetzt diese beiden Punkte hier. Moment. Ich passe die Linie hier nochmal ein bisschen an. Das ist die obere Trendlinie und für die untere Trendlinie nehmen wir jetzt diesen Punkt hier vorne und mal den hier hinten. So. Und auch hier passe ich das Ganze noch mal kurz an. Passt. So, das ist jetzt mein Trendkanal. Er ist in dem Fall, jetzt sieht er erstmal relativ breit aus, aber wenn ich hier auf der Seite sehe, das spielt sich so zwischen 8 Euro und 8,50 Euro ab. Also das ist jetzt noch alles im Rahmen. Und hier sehe ich jetzt schon direkt dieses Seitwärtsverhalten. Im Endeffekt geht es hier weder auf Dauer gesehen nach oben noch nach unten, sondern ich habe hier immer so eine zyklische Bewegung. Also es immer steigt es wieder, dann fällt es wieder, dann steigt es wieder, es fällt wieder und so weiter. Hier gibt es zum Beispiel einen kleinen Ausreißer. Hier gibt es wieder, geht es deutlich sogar über die obere Trendlinie. Hier könnte ich auch wieder davon ausgehen, dass das Ganze wieder steigt und dass es hier dann im Endeffekt wieder so eine Bullenfalle, weil danach sinkt es wieder. Und auch das gibt es auch genau bei solchen Seitwärtstrends. Das muss man hier immer bedenken. So, wie kann ich jetzt mit solchen Seitwärtstrends tatsächlich dann doch noch irgendwie einen Gewinn machen? Das geht tatsächlich, und zwar indem man zum Beispiel immer, wenn dieser Seitwärtstrend unten ist, also auf einem Minimum, wenn ich hier kaufe und beim Maximum wieder verkaufe und dann wieder beim Minimum kaufe und beim Maximum wieder verkaufe. Also wenn es wieder im Endeffekt dann nach oben geht. So könnte man grundsätzlich hier handeln, ist aber relativ aufwendig, weil es sehr oft stattfindet. Und viele Banktransaktionen oft notwendig macht und das dann relativ teuer wird. Alternativ gibt es auch Zertifikate, die dieses Intervall abdecken. Also es gibt Zertifikate, die dann sagen, okay, wenn mein, da gibt man, da gibt es dann ein Intervall und wenn der Kurs zwischen diesem Intervall ist, dann im Endeffekt dann verdient man damit Geld, falls er außerhalb des Intervalls ist, dann verliert man damit Geld. Das sind auch so Intervallzertifikate. Genau. Und damit haben wir jetzt im Endeffekt die ganzen drei Trendarten abgedeckt, kurz erläutert und auch gezeigt, was Trendkanäle sind, wie man hier die Minima und Maxima einzeichnet, was das hier bedeutet und wie man die Trendlinien einzeichnet, damit den Trendkanal, was hier wichtig ist, dass die immer parallel sein müssen, welche Gefahren es hier gibt, falls es solche Ausreißer gibt, dass es sein kann, dass es eine Gewinnmitnahme ist, dass es aber auch sein kann, dass es ein Trendbruch ist und diese Bullen- und Bärenfalle damit natürlich verbunden ist. Das haben wir jetzt in dem Video gezeigt und ich bedanke mich auf jeden Fall damit, dass Sie zugesehen haben.